Audi A3, jetzt schauen wir uns das Design an und wir fangen immer außen an. Also, mal hier 3D und das ist das. Oh. Können wir hier den Hintergrund ändern? Oh. Oh, geil. Das ist ja geil, aber ich will den in der Stadt angucken. Was ist das? Hey, wie geil ist denn das? Kann ich jetzt blinken? Boah. Ja, blinkt einfach. Nochmal. Blinkt nochmal. Boah, geil. Was ist denn das? Oh, jetzt beide. Richtig gut, Audi. Richtig. Audi, ihr seid echt die Besten im Dings-Konfigurator. Wirklich. Jetzt, das hatte ich noch nie, das habe ich noch nie gesehen. Kofferraum. Boah, ja, Mann, Audi. Ihr habt es echt geschafft, Mann. BMW, Audi. BMW, Mercedes, macht bitte das auch so. Guckt euch das mal an. Ich kann es einfach öffnen und schließen, wie ich will. So. Boah. Mal blinken. Warte. Ging das jetzt mal hier? Uiuiuiui. Fahrlicht. Was haben wir schon an, oder was? Oh, jetzt. So. Ach was, wie süß ist denn das? Richtig gut, Audi, ey. Also, ich habe jetzt schon Bock, das Auto zu kaufen, allein schon, weil euer Konfigurator so top ist. Ohne Witz. Mal wieder zu. So. Was ist das? Nee, ich will doch voll. Irgendwie geht kein voll. Wie heißt's? Vollbild geht nicht, aber egal. Leute, was steht denn da hinten? Public Parking, okay. Ja, gut. Also, boah, Audi. Also, ich muss echt mal sagen, bevor ich hier anfange, mir gefällt. Das ist ja ein Kompaktwagen und da gibt es ja Konkurrenten. Die A-Klasse und den 1er BMW und den Golf. Ich muss sagen, von den vier sieht der Audi A3 am besten aus. Ohne Witz. Ich weiß, Mercedes ist eleganter und so und BMW auch vielleicht sportlicher jetzt. Mal abgesehen vom S3 oder RS3. Aber ich muss sagen, das Auto sieht am besten aus. Das ist einfach so. Weil die da keine großen Experimente gemacht haben. Beim 1er haben wir dann einen riesen Kühlergrill und beim Mercedes A-Klasse sehen die Rückleuchten blöd aus. Und hier scheint alles so harmonisch ineinander zu gehen, so dass man über dieses Auto wirklich nicht meckern kann. Also das ist echt der wichtigste Audi, glaube ich sogar, der A3. Für die Ingolstädter. Und wir fangen natürlich hier an. Boah, Mann, ich kann ja echt genau dahin, wo ich hin will. Und ich will ja genau hier hin. Also, wir haben hier die größte Ausbaustufe von den Lichtern. Würde ich auch euch anraten. Und die LED-Tagfahrleuchten tue ich jetzt auch mal bewerten. Die sind hier abgesetzt, was ich ja eigentlich ja natürlich nicht mag, aber irgendwie passt es zu Audi. Audi hat ja beim A5 das auch so ein bisschen abgesetzt und bei Audi sieht es irgendwie gut aus, aber nicht bei den anderen Modellen. Bei Audi kann man das lassen. Was ich jetzt aber jetzt nicht so gut finde, ist dieser Säbelzahn hier. Den hätte man wirklich weglassen können oder hier diese Elemente hätte man hier vielleicht unten anordnen können, wäre das Ganze halt flacher gehalten. Wie beim A8 vor Facelift war das ja auch hier so. Beim Facelift haben sie das dann auch so hingemacht, was ich dann auch blöd fand.
aber trotzdem die beste Technik, aber lieber flach ist immer modern, Audi. Deswegen. Aber was ihr gut gemacht habt, muss ich sagen, ist dieses Element hier ist ein Fake Lufteinlass, also Fake Lufteinlässe. Aber, ja, aber die Form ist cool dafür. Hier haben wir schöne wabenartige Strukturen. Also hier sind die Waben und das erinnert auch eine Wabe mit einer Ecke halt mehr. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, das ist halt eins weniger, aber das auf jeden Fall sieht es aus wie eine Wabe und so länglich gezogen. Hier dieses Alu-Element setzt sich halt ein bisschen ab, deswegen wirkt es nicht so langweilig. Deswegen habt ihr das hier gut gemacht, diese Geschichte. Wer auch das hier designt hat, der hat es wirklich gut designt, muss ich echt sagen. Sieht auch wirklich so 3D-mäßig aus, wie das hier auch dann noch so rausgeht. Cool gemacht, Audi. Was ich auch gut finde, ist diese Alu-Chrom-Optik. Gedöns sieht gut aus und hier natürlich auch Chrom um den Audi Single Frame Grill ist auch gut. Bei Audi ist das einzigste Auto, wo es nicht schlimm ist, wenn der Kühlergrill größer wird. Bei BMW ist es Katastrophe. Bei Mercedes ist es jetzt auch nicht so schlimm, aber bei Audi ist es gar nicht schlimm, wenn das hier an Größe, wie heißt's, ja, an Größe annimmt. Ja. Jetzt haben wir hier auch Power Domes, sieht auch cool aus. Und ja, Außenspiegel erinnern mich stark an den Seat Ibiza. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, Audi, ja, jawohl, Audi. Schaut euch mal diese Sicken an. Genau wie beim Ibiza. Ibiza hat auch schöne Sicken. Hier ist es auch cool. Guckt mal, dieses Rathaus, wie weit es von der Tür hier weggeht. Sowas mag ich, anstatt alles rund gelutscht zu sein. Hier. Hat sich jemand Gedanken gemacht. Schaut euch mal dieses Element an. Das ist geil, wie das hier rausragt. Es geht rein und raus. Und das finde ich echt cool, Mann. Hier die Rathäuser. Guckt mal, wie sehr die hier rausgucken. Und das mag ich ja an Audi oder an diesem A3 auf jeden Fall. Hier, und guckt euch mal an, wie das Auto glänzt. Also, nicht schlecht. So. Dachzierleiste ist schwarz, irgendwie hätte ich das lieber in Chrom gehabt, aber irgendwie habe ich das jetzt nicht gefunden beim Konfigurator. Normale Felgen sehen normal aus, würde ich mal sagen, oder reizvoll und Standard-Dinger, aber Audi ist ja auch so ein Standardauto, deswegen passen die Standardfelgen. 18 Zöller haben wir da. Hier haben wir also eine coole Neigung, muss ich sagen. Und hier ist auch ein, ja, ein Heckspoiler, ein Dachkanten-Heckspoiler. Was ich gut finde, weil manche sind hier immer, geht hier so ein bisschen rein, aber hier ist es cool. Und das Auto liegt irgendwie voll gut auf der Straße. Es ist so wie, ja, der klebt so richtig an der Straße. Der will gefahren werden von mir. Ja, also. Er steht stattlicher da als ein 1er BMW oder wie heißt es? A-Klasse. So, Rückleuchten. Kann ich euch gleich was sagen dazu? Und zwar, natürlich mag ich ja flache Designs. Es ist hier schon gut flach, hätte man aber noch flacher machen können, indem man das hier weggeschnitten hätte. Und diese LED-Streifen hier sind mir zu dünn. Also die hätte man 50% dicker machen können, damit man es noch besser sieht. Ich glaube, das ist nicht verboten, wenn man die dicker macht. Weil es würde cool aussehen. Und dieses Element hier bitte abschneiden. Dann wäre es perfekt. Ansonsten ist es auch gar nicht mal so schlecht hier. Hier haben wir noch ein Chrom-Element. Finde ich cool. Ist gut. Fake-Auspuffblenden natürlich. Aber ist normal in dieser Klasse. Ich glaube, der 1er und der. Ich glaube, der 1er hat noch Originale, aber der Mercedes hat keine mehr. Ist ja kein Wunder mehr in der heutigen Zeit. Wird alles abgefaked in den Auspuffblenden. Hier, dieses Element finde ich aber cool, dass es hier ein bisschen abgedunkelt ist. Jawohl, ja. Und ansonsten, ja, es ist ein modernes Auto. Auf jeden Fall.
Dann würde ich mal sagen, ich habe noch eine Haifischflosse und natürlich habe ich hier auch ein geiles Panoramaglasdach. Ja, Leute, schaut euch nochmal die Geschichte an. Also, er steht cool da, also er steht breit da, muss ich sagen. Und elegant, gefällig und geschmacksvoll, würde ich sagen. Ein auserlesenes Auto. Dann würde ich mal sagen, wir flacken uns mal rein in die gute Stube. Ich würde mal, ja, was haben wir denn hier jetzt? Also, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Erstmal, was mir nicht gefällt. Also, wenn man hier in der Mitte einen Strich zieht und jetzt mal die Lufteinlässe, also diese Lüftungsdüsen anguckt, da könnte man meinen, hier gab es einen separaten Designer und hier gab es einen separaten Designer, weil das hier sieht ganz anders aus wie das hier. Wenn du schon hier so Lamborghini-artige Dinger machst, dann machst du hier drüben auch. Hier, dann muss hier auch eine Wabe sein und da auch. Hier, oder du nimmst dieses Design und machst es hier hin, was auch nicht der Fall ist. Dementsprechend finde ich diese zwei Dinger hier hässlich. Das gehört zu Audi und nicht zu das gehört zu Lamborghini und nicht zu Audi. Wenn ihr es nachmachen wollt, macht es richtig nach. Aber es gefällt mir nicht so. Das hätte man anders lösen können. Naja, was mir auch nicht gefällt, ist diese Geschichte hier. Da kann ich dahin zoomen. Oh ja, upsala. Beim alten Audi A3 gab es einen ganz normalen Lautstärkeregler, nicht mit Touch. Finde ich blöd. Das kann man auf jeden Fall lockerer bedienen. Was ich aber gut finde, ist, dass dieser Knopf hier ist, Start-Stopp. Ja. Was ich noch gut finde, oh Junge. Was ich noch gut finde, ist das hier. Also diese Klimaregelung, sorry, dass man die jetzt noch mit Knöpfe hier bedienen kann. Weil mit Touch ist es immer so eine Sache. Das Navi-Display ist auch cool, ist halt ein bisschen zu dir geneigt, finde ich gut. Das Lenkrad ist gut. Ich finde es bei VW halt besser, aber hier ist es auch nicht schlecht. Draußen wird dieser Single-Frame-Grill hier wieder gespiegelt. Im Innenraum, dann haben wir hier Audi hat in meinen Augen das beste Virtual Cockpit, finde ich. Also die meisten Funktionen und auch, ich sage jetzt nicht die meisten Funktionen, aber sieht auf jeden Fall besser aus als bei BMW und du hast auch hier keine iPads. Du hast hier noch deine Form. Jawohl. Das erinnert mich stark an BMW. Weiß nicht, ob die es nachgemacht haben, aber gefällt mir auf jeden Fall. Ja, Außenspiegel sind cool. Was haben wir hier oben anzubieten? Ist aber ziemlich dunkel. Naja, ist eh nicht so spektakulär. Panoramaglasdach haben wir hier drin. Oh, die Sitze muss ich echt sagen. Audi hat verdammt gute Sitze. Also ich weiß nicht, ich glaube, Audi und Mercedes. Ja gut, BMW macht auch gute Sitze, aber die Sitze jetzt an sich sind S-Line-Sitze mit Wabenstruktur hier, mit Rautenstruktur, finde ich richtig gut. Und die sehen auch richtig bequem aus, muss ich sagen. Und dementsprechend würde ich da gerne mitfahren, wenn es geht. Ah ja, Audi. Reife Leistung, gute Arbeit habt ihr da gemacht. Wie gesagt, das hier ändern. Im Facelift bitte und das hier ändern. Das hier kann man so lassen, weil die modernen Autos werden immer so mit diesem Schaltknüppel hier. Dann haben wir hier noch zwei USB-C und eine Ladefunktion hier, Wireless Charging. Jawohl, Audi, genau so wollen wir das. So, guckt euch mal, wie schön das hier geneigt ist. Dieses Ding, das hier, das sieht hier sehr stimmig aus, würde ich mal sagen. So Leute, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt ja noch ein Thumbnail und ich glaube, nächste Woche machen wir den Q3. Jawohl.
Am Samstag kommt der Q3. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.